Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute rede ich mit Lothar Hirneise über die universitäre Krebsmedizin und über die nicht-universitäre Krebsmedizin. Wir bereden, was gibt es bereits, was wird angewandt, aber vor allen Dingen noch viel, viel wichtiger und interessanter, was sind die Alternativen? Und es sind viel mehr als Alternativen. Es ist vielleicht sogar die einzig wahre Lösung für das Thema. Deswegen seid gespannt, hört wiederum sehr, sehr gut zu. Und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, euch diesen Inhalt liefern zu können. Viel Spaß beim Zusehen. Lothar, herzlich willkommen zum zweiten Teil bei Wahre Gesundheit. Dankeschön, Dankeschön für die Einladung. Ich muss ja sagen, du bist ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich brauche nicht viel machen. Ja. Danke, aber danke. Es sind alle angenehm, aber es ist wirklich auch sehr angenehm, weil du auch klar und deutlich sprichst. Mhm. Du machst Ansagen, mhm. du sagst, wie du es denkst und ich denke, das tut uns auch allen gut. Mhm. Und vor allen Dingen jetzt im zweiten Teil, denke ich, ist es auch ganz gut, wenn man klare Ansagen macht, weil wir reden über das Thema zum einen nicht-universitäre Therapien bezüglich Krebs und universitäre, was wir so kennen oder was wir schon mal gehört haben. Das Übliche, ja. Wie stellst du die beiden vor? Und manche bin ich sehr alternativ und Schulmedizin oder so. Ich bin jetzt lieber universitär, nicht universitäre. Das nur als fürs Verständnis. Im Grunde muss man anschauen, was haben wir denn hier an Therapien? Wir haben eigentlich vier Gruppen von Krebstherapien. Das eine sind die Zytostatika, also zellzerstörend heißt es übersetzt. Das andere sind die Ernährungstherapien. Dann gibt es immunmodulierende oder immunsystemverändernde Therapien, je nachdem, wie man das ausspricht. Und dann gibt es die, aus meiner Sicht, mit wichtigste Gruppe überhaupt, die ursachensuchende Therapien. Jetzt ist es aber so, in der Schulmedizin gibt es nur eine Gruppe, nämlich die Zytostatika. Und das liegt einfach daran, haben wir im ersten Teil ja schon mal gesagt, durch das, dass alle glauben, dass Krebs eine Mutation ist und das irreversibel ist und man muss die Zelle töten, ist natürlich alles ausgerichtet auf die Tötung oder Herausschneiden der Zelle. Es gibt im Grunde genommen fünf Gruppen von Zytostatika. Also Operation ist die Haupttherapie meistens. Und dann gibt es eben Chemotherapien, Antikörper, Antihormontherapie und die Bestrahlung noch. Ja? So. Aber alle haben das gleiche Ziel, den Tumor entweder herauszuschneiden oder im Körper zu zerstören. Und heute macht man ja gerne sogar Sandwich-Therapien, auf gut Deutsch gesagt, man tut zuerst ein bisschen zerstören, dann operieren und dann nochmal zerstören. So. Das ist die Grundidee. Und das ist eigentlich 100% der universitären Medizin. Die tun so, wie wenn es nichts anderes gäbe. Also das ist auch ein Phänomen, ein unglaubliches Phänomen, wie wenn es keine anderen Therapien geben würde. Und wir haben ja schon richtig gut herausgearbeitet, dass viele andere Sichtweisen in anderen Kulturen oder auch in anderen Ländern, da ist der Krebs ein Symptom. Aber die Ursache ist wo ganz anders. Das heißt, bleiben wir mal lokal, in Deutschland, westlichen Medizin, wird das Symptom behandelt, wird zerstört. Aber die Ursache bleibt. Das heißt, der Krebs kommt wahrscheinlich wieder, wenn man nichts anderes ändert. Ich meine, ist relativ einfach. Ich sage immer zu Patienten, schau, es ist nicht mein Job, dein Leben zu bewerten. Aber eins ist klar, dein Lebensweg, egal wie der war, ohne Bewertung, hat dich zu einem Tumor geführt, weil sonst wärst du nicht mit dieser Diagnose hier. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Du gehst auf diesem Lebensweg einfach weiter. Also, was du siehst, der Tumor wird rausgeschnitten oder zerstört. Egal ob alternativ oder schulmedizinisch. Oder, und das empfehle ich, du biegst links oder rechts ab. Nur die zwei Möglichkeiten gibt es. Und wenn du geradeaus weitergehst, bist du ja auf dem Lebensweg, der dich zum ersten Tumor geführt hat. Was glaubst du denn, sage ich dann, was dich erwartet? Was würde ich erwarten auf diesem Lebensweg? Logischerweise ein zweiter Tumor. Was eine große Rolle spielt oder welche Rolle spielt die Psyche in dem Bereich dann? Weil er muss sich ja auch entscheiden. Also das ist ja auch mit innerem Kampf verbunden. Ja. Ich sag's mal ganz knallhart. Gerne. Wie um Gottes Willen
kann man denn überhaupt denken, dass die Psyche bei irgendetwas keine Rolle spielt? Weil in der Onkologie wird das so getan, wie wenn die Psyche keine Rolle spielt. Es gibt doch keine Krebstypen, es gibt doch kein Ding. Und es ist doch egal, ob du depressiv, schizophren oder sonst was bist, zwanghaft. Das hat doch überhaupt kein... Dann sage ich, halt mal, sag mal, seid ihr... Ich bin halt Schwabe, ich sage immer, seid ihr total deppert? Wie kann denn die Psyche keine Rolle spielen bei einer Krankheit? Also da muss man schon, ehrlich gesagt... echt irgendwo Teile des Gehirns abschalten. Ist das schon dieses mechanische, transhumanistische, halb Roboter, halb Mensch, dieses starre, ich programmiere jetzt hier den Laser, ich programmiere jetzt hier die Zusammensetzung der Chemotherapie, hab den Patienten vielleicht noch gar nicht gesehen oder das macht jemand anders? Das ist ein pures Leben von Dogmen. So, ja, es wird programmiert, jemand hat Krankheit A, die wird behandelt mit dem Medikament B, vielleicht noch gemischt mit B und C und das ist es. Und der Lebensweg wird gar nicht angeschaut. Ich sage dir mal eine verrückte Zahl. 6 Minuten 35 Sekunden ist der Durchschnitt, wo ein Onkologe mit einem Patienten redet. 6 Minuten. Wie um Gottes Willen kann ich denn herausfinden, was mit dir nicht stimmt? Und zwar nicht bewertend, weißt? Ich will doch gar nicht wissen, warum und wie und was da passiert ist. Ich will es nur wissen, damit ich eine Therapie planen kann. Aber ich sage jetzt mal, die Arroganz der Onkologie, nenne ich es ganz bewusst. Die Arroganz der Onkologie sagt, Alexander, interessiert mich doch gar nicht. Ich weiß doch, warum du Krebs hast, eine Mutation. Was ist denn eigentlich der Umkehrschluss, wenn ich das nicht so mache? Dann müsste ich etwas tun, was Ärzte ganz ungern tun. Ich müsste mit dir reden. Reden, das ist nicht mehr in. Und warum ist es nicht in? Weißt du, was ein Arzt bekommt, wenn er mit dir redet? 28 €, glaube ich, im Quartal oder sowas? Im Quartal, im Vierteljahr. Der hat ja der muss Miete zahlen für seine Praxis, für seine Angestellte, für seine teure Geräte. Wie will denn der, wenn der mit dir redet, Geld verdienen? Geht ja gar nicht. Also nochmal, man muss aufpassen, nicht immer, weißt, die heiße Kartoffeln nur den Ärzten hinzuschmeißen. Absolut nicht, ja. Wenn ich, ein normaler AOK-Patient, sage ich mal, der muss ja 2000 Leute im Quartal durchziehen, damit er einigermaßen sich sein Porsche leisten kann, ja? 2000 im Quartal. Das heißt, nur dass du mal runterrechnest, du siehst mindestens 70, vielleicht auch 120 oder 130 Patienten am Tag, pro Tag. Kannst du selber ausrechnen, wie viele Minuten hast du denn da Zeit für einen Patienten? Das geht ja gar nicht anders. Ja? Also diese Art von Medizin ist eine einzige Katastrophe. Und die Psyche, um deine Frage zu beantworten, spielt eine ganz große, eine extrem große Rolle. Wenn ich nochmal zurückgehe, welche Therapien gibt es? Ja. Zytostatische Therapien gibt es auch in der Alternativmedizin. Also Hochdosis Vitamin C, sehr bekannt. Galvanotherapien, wo also Strom durchgejagt wird. B17, Amygdalin, Ukrain. Also es gibt viele, viele Zytostatika, weil was macht eigentlich eine zytostatische Therapie? Die befriedigt einen Markt. Und der Markt heißt, ich möchte diesen scheiß Tumor diese Woche weghaben. Mhm. Auch wieder hier oben, ne? Den gibt es in der Schulmedizin, den gibt es in der Alternativmedizin. Das ist einfach ein Markt, der ist da. Warum ist der da? Weil Menschen sich nie mit ihrer Krankheit auseinandersetzen. Würden sie sich nämlich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, dann wüssten sie, der Tumor muss nicht diese Woche weg. Der hat jetzt 2 Jahre gebraucht, um 1 oder 2 Zentimeter groß zu werden. Ich habe jetzt auch noch 2 Monate Zeit, um mir mal zu überlegen, warum ist der überhaupt herangewachsen. Ja? Aber ein Schulmediziner sagt natürlich, ich weiß ja, wegen Mutation. So, also das sind die zytostatischen Therapien. Dann gibt es Ernährungstherapien. Da wird ja immer behauptet, das gibt es nicht. Ich habe jetzt am Wochenende ehemalige Patienten von unserem Zentrum in der Nähe von Stuttgart, von unserem 3E-Zentrum interviewt. Ja. Die Hälfte davon hat ganz streng eine Ernährungstherapie gemacht. In der Regel die Öl-Eiweiß-Kost nach Budwig, teilweise aber auch eine Gerson-Therapie, mal eine Rohkost-Therapie, mal eine Makrobiotik. Bei uns, halt, weil sie es bei uns lernen, war es die Öl-Eiweiß-Kost, aber die haben das konsequent gemacht. Ich selber habe viele Fälle bei Budwig, aber auch bei Gerson übrigens persönlich untersucht. Die haben diese Therapie gemacht, der Tumor ist weggegangen. Wie kann ich da als Professor hergehen und sagen, das ist doch Quatsch, es gibt keine Ernährungstherapie bei Krebs. Und jetzt kommt ja doch das richtig Schizophrene. Das Krebsforschungszentrum Deutschland sagt, 1/3 sind immerhin 160.000, 170.000 Krebsfälle in Deutschland. Könnte man vermeiden,
Wenn du und ich wir uns besser ernähren würden, 170.000 Krebsfälle, wo ja mindestens die Hälfte davon stirbt. Das heißt, wir könnten 80.000, 90.000 Tote vermeiden, indem wir uns besser ernähren. Aber wenn du jetzt Krebs hast, spielt Ernährung keine Rolle. Also das ist schon mal ziemlich schizophren. Also es, klar gibt es Ernährungstherapien. Die Professoren, die immer behaupten, das würde es nicht geben, es gibt nur einen Grund dafür, warum die das sagen. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, wer Puttwig ist, die wissen nicht, wer Gerson ist. Und wenn sie es irgendwo in Google geschwind machen, dann schauen sie 2 Minuten rein und sagen, das ist Nonsens. Die haben alle knallhart keine Ahnung. So. Dann gibt es unglaublich viele immunsystemmodulierende, Achtung, nicht immunsystemaufbauende. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil es ist da draußen ein aus meiner Sicht komplett falsches Denken zum Immunsystem. Es wird nämlich immer behauptet, Krebskranke haben ein schlechtes Immunsystem. Der Denkfehler, der dahinter steckt, ist folgender. Hättest du ein gutes Immunsystem, würde doch dein Immunsystem die bösen Krebszellen erkennen und abtöten. Und weil das böse, schlecht funktionierende Immunsystem nicht tut, hast du ein schlechtes Immunsystem. Das ist aber Nonsens. Was die Leute nicht verstehen ist, eine Krebszelle ist nichts Böses. Man hat dieses Wort maligne, bösartig, man benutzt das sogar in Deutschland noch, das Wort entartet. Ich habe gedacht, nach 1945 wird dieser Begriff aus der deutschen Sprache gestrichen. Nee, entartet wird heute immer noch in der Medizin benutzt. So. Ja. Und hier ist der Denkfehler. Eine Krebszelle ist zuerst einmal etwas Gutes. Als Beispiel, die verbrennt 20 Mal so viel Zucker, die sammelt Pilze an, die sammelt Giftstoffe an, die verdaut diese Giftstoffe. Also eine Krebszelle hilft einem Menschen zuerst einmal im Leben zu bleiben. Und erst wenn diese notwendigen Änderungen nicht passieren, später tötet es. Ja, aber nicht am Anfang. So. Und deshalb macht das Immunsystem nämlich das Gegenteil von dem, was Schulmediziner erwarten. Das Immunsystem fördert diese Krebszellen, weil es diese Krebszellen benötigt. Als Beispiel, wenn du einen kleinen Tumor hast, gibt es da viel Bindegewebe drumherum. Einkapselung. Ja, dann kommt aber nicht mehr Sauerstoff gut hin, dann kommt keine gute Durchblutung hin. Jetzt fängt der Körper eine sogenannte Angiogenese an. Das heißt, er bildet selber Arterien und Venen zum Tumor hin, damit er ihn schön versorgt. Der liebt diesen Tumor, dein Körper. Der will diesen Tumor haben, weil dieser Tumor löst ein Problem. Und das ist das große Missverständnis. Und deshalb denken viele immer, ja, das Immunsystem muss man stärken. Das Immunsystem, schau dir doch mal die Blutbilder von Krebskranken an. Das Immunsystem ist wunderbar. Das stimmt nicht. Das heißt also dann, in dem Moment, wo dann eventuell dann wieder der Mensch eingreift, obwohl diese Geschichte vielleicht vom Körper schon, sagen wir mal, umkapselt wurde, versorgt wurde, dann beginnt der Therapeut mit einer Biopsie, macht er zum Beispiel. Was passiert dann bei einer Biopsie? Jetzt sind wir schon beim nächsten schizophrenen Thema. Also ich weiß, ich würde dir gerne was anderes erzählen. Aber Onkologie und Schizophrenie, ganz ehrlich, die hocken im gleichen Boot. Ich sag dir mal das richtig Schizophrene jetzt. Ein Professor geht morgens in den Hörsaal an der Universität. Dann sagt er, liebe Medizinstudenten, eine Krebszelle, wie entstehen Metastasen? Die entstehen dadurch, dass da ist ein Haupttumor, der Primärtumor, und dann gehen da 1, 2, 3, 4 Zellen übers Lymphsystem oder meistens übers Blutsystem weg. Die gehen dann, was weiß ich, in deine Leber, in deinen Knochen, in dein Gehirn, in deine Lunge und machen dort eine Metastase, also einen zweiten Tumor. Nachmittags macht er Folgendes. Er geht auf die Station und ordnet bei 10 Patienten eine Biopsie an. Jetzt überleg doch mal selber, wenn das mein Tumor ist, ich nehme jetzt mal deinen Kugelschreiber, um das einfach so schön zu zeigen, jetzt steche ich da rein. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt eine dicke Nadel und würde da reinstechen. Was kommt denn raus? Es kommt immer das raus, was drin ist, nämlich Blut und Zellen. Ja. Jetzt musst du wissen, ein Kubikzentimeter hat 1,07 Milliarden Zellen. Wenn ich eine Nadel, die sagt, hat noch mal 2 Millimeter, da reinsteche, was rausnehme davon, reden wir von vielen Millionen Zellen. Aber eine macht doch schon einen neuen Tumor. Also, ich sage immer, die Schulmedizin muss sich mal entscheiden. Entweder sie hört auf, diesen Quatsch dazu reden und sagen, eine Zelle macht neue Tumore,
Wobei keiner weiß, ob das stimmt oder nicht, ich auch nicht. Ja? Das ist, also Metastasenbildung ist eine eigene Wissen, da könnten wir ein eigenes Video drüber machen, weil es da so viele verschiedene Theorien gibt. Ja? Niemand weiß, was hier richtig ist. Aber ich kann eins nicht tun. Ich kann nicht morgens meinen Medizinstudenten sagen, eine Zelle, die da sich vom Tumor wegmacht, die macht neue und metastasiert bedeutet ja immer, die Prognose ist deutlich schlechter, extrem schlechter. Und mittags mache ich genau das und tue nicht nur eine, sondern sogar Millionen Zellen verteilen im Gewebe. Also wenn das nicht schizophren ist, weiß ich nicht mehr. Auf gut Deutsch gesagt, ich darf den Zuhörern vielleicht was sagen. Niemals in einen Tumor hineinstechen, niemals. Das ist so ziemlich das, ich finde kein nettes Wort dafür, ja. Das ist etwas, was man nie machen darf. Niemals da reinstechen. Und übrigens ist auch interessant, das hat man früher so gar nicht gemacht. Ich gebe mal ein Beispiel. Vor 20 Jahren war es total üblich, eine Frau kommt mit einem Mammakarzinom, also Brustkrebs. Ja, da ist, sagen wir mal, 2 cm Tumor. Und jetzt hat man eine Mammographie gemacht, einen Ultraschall oder heute kann man sogar ein PET, eine Positronen-Emissionstomographie machen. Da sieht man ziemlich genau, ob das also bösartig ist oder nicht. Jetzt muss man aber immer noch diese blöde Biopsie machen, um einen Pathologiebericht zu haben. Warum? Weil irgendwann hat man mal juristisch festgelegt, dass man das braucht. Was absoluter Nonsens ist. Früher hat man was anderes gemacht. Da wussten die Ärzte, da reinstechen ist gar nicht gut. Also mache ich Folgendes. Ich schneide das Ding im Gesunden komplett raus, schicke es schnell runter, weil die Pathologen hocken ja unten im Keller immer. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Dann schaut er sich das schnell an. In der Zeit hört man sich 5 Minuten Rock'n'Roll-Musik im OP an. Dann ruft er oben an und sagt, bösartig oder nicht bösartig. Ist es nicht bösartig, darf die Assistenzärztin zunähen. Ist es bösartig, tut der Professor noch mal etwas großzügiger schneiden. So, und näht dann erst zu. Ja? Das war ein ganz normales Verfahren und das war auch gut so. Heute wird da zuerst mal reingestochen und dann erst operiert. Also ich tue zuerst mal das schön überall verteilen im Gewebe und dann operiere ich, wenn die Krebszellen sich überall in meinem Körper verteilen haben. Und dann wird sich gewundert, dass es doch verteilt ist. Wer mir nicht glaubt, es gibt eine Internetseite, wir haben einen Verein, der heißt Krebs 21, darf ich kurz Werbung dafür machen? Bitte. Ja. Krebs21.de ist die Internetseite. Wer mir hier nicht glaubt, ich habe dort mal 50 Studien, die schön zeigen, wenn man da reinsticht, was passiert, da darf die sich alle mal durchlesen, so wie ich das auch gemacht habe. Ja? Weil manchmal, habe ja nicht mal einen Doktortitel, ja, wie kann man mir glauben? Ja? Aber mir muss man gar nichts glauben. Lest einfach all diese Studien und dann seht ihr, wie gefährlich das ist und wie stark sich also die Metastasierung erhöht, wenn man da reinsticht, extrem, aber übrigens auch durch Operationen. Operationen sind halt der Goldstein überhaupt. Es wird aber nie diskutiert, wie gefährlich Operationen auch sein können. Aber nicht missverstehen, ich bin nicht gegen Operationen, überhaupt gar nicht. Ich rate selber Menschen, sich operieren zu lassen. Aber auch hier muss man einfach ehrlich gestehen, nicht jede Operation ist immer das Beste für einen Krebspatienten. So. Also um das abzuschließen nochmal, eins nie tun, niemals da reinstechen. Wow. Wenn wir jetzt gleich mal die universitären Therapien abgeschlossen haben, aber um noch kurz in dem Bereich zu bleiben, wie erfolgreich sind die denn überhaupt? Also gibt es, klar, es gibt 100 verschiedene Krebsarten, aber nehmen wir mal so die Topseller raus, Brustkrebs zum Beispiel, die sehr häufig vorkommen oder auch andere. Wie ist da die Erfolgsquote überhaupt? Also, da kommen wir wieder zu was Schizophrenem. Onkologie ist wirklich echt die verrückte Fakultät der Medizin. Zuerst mal das Wort Krebs. Wir haben im Grunde genommen 2, 3, 4 verschiedene Gruppen von Krebs. Ja. Die größte Gruppe sind die sogenannten epithelialen Tumore. Also Epithel ist so ein Innenausgleitegefäß von den Gefäßen, diese Gewebeart. Und das sind die meisten Krebsarten. Also Darmkrebs, Pankreaskrebs, Prostata, Brust. Das ist über 90% der Krebsarten ist das. Dann gibt es 3 Gruppen, die aus meiner Sicht da nicht reingehören. Das sind Leukämien, die ja vom Knochenmark ausgehen. Das ist Hodenkrebs, das eine ganz andere Statistik hat. Also die beste Krebsart, die man haben kann, ist Hodenkrebs. Ja, also prognostisch gesehen.
Und dann gibt es noch Lymphdrüsen, Lymphome, also Hodgkin oder vor allem Non-Hodgkin-Lymphome. Ja. Ja. Aber die drei, also Hoden, akute Leukämie, nicht chronische, akute und Lymphome, davor sind die Statistiken der Chemotherapie relativ gut. Warum? Also deine Chance bei Hodenkrebs, die ist bei über 80%, dass du 5 Jahre überlebst. Aber weißt du, was dir niemand sagt? Wenn du nichts machst bei Hodenkrebs, ist deine Chance, dass du überlebst, auch ziemlich hoch. Verdammt hoch. Ja, das ist auf diesen Trend aufspringen. Ne? Das ist einfach etwas ganz, ganz, das ist eine andere Art. Aber man hat irgendwann mal begonnen, alles da reinzuschmeißen. Und man muss auch die Geschichte der Onkologie kennen. Die hat ja eigentlich in Italien, Bari, begonnen. Ja? Da ist ein Schiff in die Luft geflogen. Und da war Cyclophosphamid, Senfgas drin. Ja. Und dann hat die amerikanische Regierung hat ein Team nach Italien geschickt und hat diese Leichen untersuchen lassen. Und dann haben die gemerkt, hoppla, bei diesen Menschen, die mit in Kontakt gekommen sind mit dem Senfgas, ist das Knochenmark kaputt. Und dann kam irgendwann einer mal auf die Idee, bei Leukämien ist ja das Knochenmark gestört, wie wäre es denn, wenn ich natürlich niedrig dosiert dieses Senfgas einem Patienten gebe, damit das Knochenmark zerstört wird, sich wieder aufbauen kann und so vielleicht die Leukämie besiegt. Also die Grundidee war zuerst mal nachvollziehbar. Und dann irgendwann in den 50er Jahren, weiß der liebe Gott, niemand hat das jemals irgendwo aufgearbeitet, hat man auf einmal Chemotherapien, die man nur für Leukämien benutzt hat, gesagt, ja halt mal, zuvor haben Leukämien in Lehrbüchern blutbildverändernde Krankheiten, hat man das genannt. Ja? Da hat man nicht das Wort Krebs dafür benutzt. Und auf einmal hat man Leukämien zu dem anderen Krebs, alles in einen Pott geworfen. Und dann hat man gesagt, naja, wenn Chemotherapien da helfen, dann hilft das bei anderen Krebsarten auch. Nur ich sage mal knallhart, was um Gottes Willen hat ein Lungenkrebs oder ein Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, mit einer akuten Leukämie oder Hodenkrebs zu tun? Das sind komplett andere Krankheiten, aber die laufen einfach unter diesem Ding. Zurück zu deiner Frage, wie groß ist denn überhaupt die Chance? Das ist unglaublich unterschiedlich. Dann kommt das Nächste dazu, trau keiner gefälschten Studie. Da sind wir ja auch bei einem Riesenproblem. Aber ich sage mal so, wenn wir jetzt mal die großen Killer anschauen. Die wahrscheinlich miserabelste ist ein Mesothelium, also Rippfellkrebs. Dann gleich dahinter ist Pankreas, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Da ist die Chance im Grunde genommen mit einer konventionellen Medizin, offiziell ist es 5%. Mhm. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Meine Erfahrung ist, dass es unter 1% ist. Ich würde sagen, zu 99% sterben die Menschen. Ja? Vielleicht sogar noch höher. Es ist ganz, ganz selten, dass mal jemand, ich sag mal, man macht dann eine Gemcitabin, wollte ich jetzt gerade sagen, also eine Chemotherapie, die heißt so. Und das hat man aber in den letzten Jahren, hat man dann Vollvox und so andere Protokolle benutzt. Aber die Ergebnisse sind im Grunde genommen alles das Gleiche. Stell dir mal Folgendes vor. Du gehst auf den Flughafen. Und da oben, wenn beim Einchecken, sagt man dir, von den 100 Flugzeugen, die heute starten, stürzen mindestens 95, wahrscheinlich 99 ab. Da würde kein Mensch mehr einsteigen, behaupte ich mal. Ja? Aber das ist selbst umgekehrt, wenn bei 100 Flugzeugen eins nur abstürzen würde, würde keiner mehr einsteigen. Nicht mal da würde einer einsteigen, ja. Aber bei Glioblastomen, das ist ein Gehirntumor, bei Pankreaskrebs und ehrlich gesagt, das ist aber meine persönliche Erfahrung, die tut sich nicht ganz mit der Statistik einher, ist auch bei Lungenkrebs. Also Lungenkrebs ist auch statistisch gesehen schon sehr schlecht, ja, aber da sind wir noch im zweistelligen Überlebensbereich. Meine persönliche Erfahrung bei Lungenkrebs ist eine ganz andere, dass sie auch zu über 90% sterben. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zu einer guten Krebsart. Nehmen wir mal Brustkrebs, ja, das ist die häufigste in Deutschland mit 55.000 Neuerkrankungen dieses Jahr und ungefähr die Hälfte der Frauen stirbt. So, wenn du da jetzt ins Internet gehst, da kannst du Zahlen sehen, 90% überlebt, 60% überlebt, mindestens 50% überlebt. Also da gibt es ja mit Zahlen, das ist sowieso eine verrückte Geschichte. Wie ist es nach 10 Jahren? Du hast die richtige Frage gestellt. Nach 10 Jahren, ich habe gerade letzte Woche eine aktuelle Statistik mit einem Bekannten besprochen. Da waren es nur noch 12,3%. Wow. 12,3. Katastrophal. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, ja, halt mal, was aktuell?
Das ist ein ganz, ganz aktuelles Ding, wo über 23.000 Frauen wurden in dieser Studie beobachtet. Über 10 Jahre. 23.000 Frauen. Und dann waren es auf einmal 12,3% noch Überlebende. Da muss man sich natürlich fragen, was um Gottes Willen passiert eigentlich nach dem 5. Jahr, wodurch die Frauen geheilt sind. Ist relativ einfach. Wir haben heute die sogenannte Frühdiagnostik durch Mammografien. Jetzt passiert Folgendes. Viele Menschen haben eine ganz falsche Vorstellung von Krebs. Die denken, wenn man nicht morgen therapiert, ist man bald tot. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten vor Jahren eine Frau, die kam zu uns und hat mir ihre Bilder gezeigt, wo sie ihren Brustkrebs über mehr als 20 Jahre fotografiert hat. Ach was. Alle paar Monate hat die ihren Brustkrebs fotografiert. Die war nie bei einem Arzt, die hat nie eine Therapie gemacht, die hat nie irgendetwas gemacht. Man denkt immer, weil man hat ein falsches Bild von Krebs, dass wenn man jetzt die Diagnose bekommt und man macht nichts, ist man auf gut Deutsch gesagt in 3 Monate tot. Das ist natürlich Nonsens. Wenn du einen Lungentumor hast, wenn du ein Blasenkarzinom hast, da kannst du davon ausgehen, das ist also ein Gewebe, wo sich nicht sehr oft teilt. Damit da 30 oder 40 Teilungen überhaupt passiert sind, gehen da Jahre ins Land. Nicht Tage oder Wochen, Jahre. Das heißt, so ein Lungentumor, der ist nicht nur 3 Tage alt, ja? Der ist sehr alt. Und deshalb kannst du auch, wenn du da nichts machst, mit dem vielleicht noch viele Jahre sehr, sehr gut leben. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast eine Krankheit, wo du nach 10 Jahren stirbst. So. Und jetzt entdeckst du aber diese Krankheit immer nur erst im 5. oder 6. Jahr. Dann ist die Statistik natürlich ziemlich miserabel, weil innerhalb von 5 Jahren alle sterben. Wenn du diese Krankheit aber im 3. Jahr entdeckst und die sterben alle erst im 10., ja, dann ist auf einmal 80% nach 5 Jahren geheilt. Und die schneiden den Rest einfach ab. Und die letzten 2 Jahre, wo alle sterben, die liest du nicht im Internet. Und das ist die große, die Problematik. Bei Brustkrebs kommt noch was anderes hinzu. Man rechnet zu Brustkrebs decis. Das ist ductales Carcinoma in situ auf Lateinisch. Das heißt, das ist eine Vorstufe. Allein schon dieses Wort ist etwas Verrücktes. Aus meiner Sicht gibt es das nicht. Aber egal, die benutzen dieses Wort. Vorstufe von Krebs. Ja? So. Man hat viele Jahre, in Deutschland immer noch, in Amerika hat man es inzwischen rausgenommen, hat man diese Vorstufe zu dem Krebs hinzugezählt. Jetzt weiß man aber von Studien, dass sich Dezis oftmals zurückbildet, ohne dass die Frauen was tut. Das hat man so herausgefunden. Man hat in bestimmten Ländern hat man Mammografien eingeführt und in manchen Bereichen hat man keine Mammografie gemacht. Jetzt hat man gesehen, in den Bereichen, wo man Mammografie eingeführt hat, hat man das früher entdeckt und jetzt hat man gedacht, dann überleben dort auch mehr. Und genau das Gegenteil war der Fall. In der Gruppe, wo keine Mammografien gemacht wurde, da haben mehr Frauen überlebt. Warum? Ganz einfach. Viele Tumore, gerade in der Mama, wachsen heran und gehen aber auch wieder. Ja? So. Und wir haben ein ganz falsches Weltbild hier von dieser Krebserkrankung. Und leider wird heute alles in einen Pott geworfen. Und wenn die Frauen dann erfahren, dass sie vielleicht höchstwahrscheinlich Krebs haben, dann entsteht ja auch Angst. Dann geht das Immunsystem sowieso nach unten. Und dann wird vielleicht auch noch früher draufgeschossen. Und dann wird dann das Immunsystem noch mehr zerstört. Und dann entwickelt sich das richtig. Da sind wir ja eigentlich beim Thema, warum hat jemand Krebs? Ja. Wir haben drei Krebsarten, also Hauptkrebsmöglichkeiten, wie ein Tumor heranwächst. Das erste ist Entgiftung. Für die Schulmedizin gibt es übrigens nur Entgiftung. Nur dieses Thema. Also Schulmediziner sagt, 98% entsteht durch Giftstoffe und 2% durch Viren. Ja, so ganz grob, also Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel oder sowas. So, also 98% entsteht durch Giftstoffe. Jetzt kommen wir wieder zu was komplett Schizophrenem in der Onkologie. Wenn du eine Krankheit hast, die entsteht immer durchs Gleiche, in dem Fall Giftstoffe. Was wären die logische Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Logischerweise, dass ich zuerst mal untersuche, welcher Giftstoff hat bei dir zu diesem Tumor geführt. Und jetzt wissen wir beide, was wird nie gemacht? Genau das. Wenn das nicht krank ist, das ist echt krank. Zu sagen, das ist der Grund, aber ich untersuche nie diesen Grund. Um mal ein plastisches Beispiel zu nennen, sind ja zum einen die Zähne ein Thema, was vorkommen kann. Die verschiedenen Gifte, tote Zähne, die Gifte aussondern, permanent rund um die Uhr, 24/7.
Dann gibt es viele Leute mit Schwermetallvergiftungen, die sich überall angelagert haben. Ob es jetzt, weil er in der Fabrik arbeitet, ob ein paar Röhren kaputt gegangen sind, vielleicht Aluminium oder Quecksilber aus Impfungen heraus, schon von Kind auf, alle 31 Impfungen mitgemacht. Das ist ja unendlich, das Fass, ja, oder unendlich groß. Und das fehlt komplett. Es fehlt nicht nur, es wird regelrecht so getan, wie wenn es da dafür in der Schulmedizin keine Therapien geben würde. Ein Schulmediziner kann auch eine EDTA, das ist so ein Mittel, ja, für eine Entgiftung anschließen. DMPS, DMSA. Der kann auch DMPS, was Zahnärzte oft verschreiben zum Beispiel, ja. der kann auch diese Mittel verschreiben. Er kann, was ich für absolut notwendig halte für jeden Krebskranke, ein Natronbad. Damit die Säuren, weil der Tumor produziert viele linksdrehende Milchsäuren, auch 24/7, und du musst diese Säure aus deinem Körper rausbringen. Ja. Man kann über Ernährung eingreifen in den Säurehaushalt des Blut-pH-Wertes, nicht im Gewebe, sondern im Blut, der übrigens zu alkalisch ist und nicht zu sauer. Den muss ich also säuren. Dazu trinkt man milchsauer vergorene Säfte. Kann man in Tausenden von Büchern nachlesen, und jetzt kommt wieder etwas total Schizophrenes. Jeder Arzt lernt es während der Ausbildung. Es ist nicht so, dass wir hier was ganz Neues den Menschen erzählen. Nein, jeder Arzt in Deutschland oder sonst auf der Welt lernt genau das, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt ist echt verrückt. Jetzt ist richtig verrückt. Sobald du einen Tumor hast, spielt es keine Rolle mehr. Es wird getan, wie wenn das keine Rolle spielen würde, was ja eine Riesenrolle spielt. Überleg mal, du hast einen Tumor, der Säure produziert. Diese Säure lagert sich um den Tumor herum ab. Jetzt machst du eine Chemotherapie in die Vene rein. Jetzt muss ja diese Chemotherapie logischerweise in die Krebszelle rein. Wie soll die denn in den Tumor hereinkommen? Ich war gerade bei einem Professor, der macht Folgendes. Der legt einen Schlauch direkt in den Tumor rein. Also in dem Fall war es Professor Eigner in Bayern. Ja? Der legt also einen Schlauch in den Tumor herein, um eine sogenannte regionale Chemotherapie zu machen. Damit man vorher sehen kann, also wie gut dieses Organ durchblutet ist, wie viel Giftstoff man da reintun kann, jagt man da so eine blaue Farbe da durch. Ja? So, wenn du jetzt ein Pankreaskopfkarzinom hast, ja? So, und du jagst da blaue Farbe rein, da kommt fast nichts an. Warum? Um diesen Tumor hat sich eine Art Bindegewebe aufgebaut. Das lässt da gar nichts mehr durch. Und das wird noch verstärkt durch die ganze Säure, die da drumherum liegt. Also was wäre ja logisch, das Wichtigste, was man hier tun muss, ist, diese Säure aus dem Körper zu bringen. Über Ernährung, über Bäder, über Medikamente, egal wie, Hauptsache raus. Wird es gemacht? Nee. Dann Schmerztherapie, was viele auch nicht wissen. Viele Schmerzen bei Krebspatienten entstehen nur aus einem Grund. Die viele Säure, die im Gewebe liegt, drückt auf den Nerv. Wenn ich jetzt diese Säure wegmache, geht natürlich auch der Schmerz weg. Was machen unsere lieben Onkologen? Die tun alles, damit noch mehr Säure da passiert. Ja? Also durch Chemotherapien und vor allem auch durch Bestrahlungen. Bestrahlungen übrigens wird ja total verniedlicht. Ja? Es wird so getan, wie wenn Bestrahlungen nichts machen. Haben alle in Physik und Mathematik versagt, die sowas behaupten. Wenn eine Frau heute bei Mammakarzinom bestrahlt wird, dann sage ich mal 30 mal 1,8 Gray oder irgend sowas. Ja? So, das gibt eine Gesamtbestrahlungsmenge von 54 Gray. Ungefähr 0,2 bis 0,3 Gray auf eine gesunde menschliche Zelle gestrahlt, wandelt sich um in eine Krebszelle. 0, und eine Frau mit Brustkrebs bekommt 54 Gray. Das ist so ganz grob ungefähr das 150-fache der Menge, die eine Krebszelle erzeugt. Also da herzugehen, wie das heute gemacht wird und gesagt, ja, Bestrahlungen, das schadet nur den Krebszellen und den Gesunden Öl nicht. Feuer. Wahnsinnig, ja. Heute ist es so, ich mache immer zum Beispiel folgende Frage. Mich fragen ja viele Frauen, dann soll ich mich bestrahlen lassen. Und ich tue ungern Entscheidungen für jemanden treffen, ja, das überlasse ich den anderen. Aber man kann ja Fragen stellen. Eine Frage ist dann zum Beispiel, was soll eigentlich bestrahlt werden? Der Tumor ist ja operiert. Im gesunden Gewebe, das nennt man R0-Resektion bei den Chirurgen. Ja? So. Also die haben da 2-3 Zentimeter im gesunden Gewebe den Tumor herausoperiert. Und jetzt anschließend wird die Frau bestrahlt. Und dann sage ich, fragen Sie Ihren Arzt, was er bestrahlt, weil der Tumor ist ja nicht mehr da.
Jetzt kommt dieses Zauberwort der Onkologie, das heißt Mikrometastasen. Ich sage immer, hast du so ein Ding schon mal gesehen? Also ich weiß nicht, aber sicherlich eine angenehme dreistellige Zahl an Pathologen immer in den letzten 20 Jahren kennengelernt, ja? Und mit denen gesprochen. Noch nie hat einer so ein Ding gesehen. Sind das Gedankengebäude? Ich weiß es nicht, ist meine ehrliche Antwort. Oder vielleicht gibt es so etwas, aber eins ist klar. Gesehen hat so ein Ding noch niemand. Noch nie hat einer eine Mikrometastase gesehen. Noch kein Pathologe, noch kein Arzt, noch kein Chirurg. Vielleicht ist das so wie bei den Indianern, wenn die eine Wunde hatten, dann wird die ausgebrannt. So ein bisschen so dieses Gedankengut von Karl May. Das ist ein echtes Karl May-Gedankengut, aber eigentlich steckt dahinter was anderes. Wenn man das wegnimmt, die Bestrahlungstherapie, nach der OP, nicht vor der OP. Also man macht durchaus vielleicht noch Sinn, einen Tumor zum Beispiel zu verkleinern, damit man besser operieren kann durch eine Bestrahlung. Oder wie bei Gehirntumoren, wo Chemotherapie nicht funktioniert, man kann nicht operieren und dann macht man vielleicht einen Cyberknife, also eine bestimmte Technik der Bestrahlung und so weiter. Macht mir alles Sinn, ja. Oder bei wenn es in den Knochen ist und man muss sehr viel Morphium nehmen, da bin ich sogar manchmal für eine Bestrahlung, ja, weil das Morphium mehr schadet wie eine einmalige oder zweimalige Bestrahlung. Mhm. Aber jetzt nochmal, der einzigste Grund, da drauf zu strahlen, ist die Firma Siemens zu befriedigen, ja, die all diese Geräte verkauft. Ja. Weil ganz ehrlich, Mikrometastasen ist einfach ein Dogma. Das wurde irgendwann mal aufgestellt, das wurde behauptet. Und wenn man denkt, dass Milliarden jeden Tag damit umgesetzt. Weltweit, überleg mal, wie viele Frauen heute bestrahlt werden. Das ist unglaublich. Jeden Tag. Und aufgrund eines komplett unwissenschaftlichen Dogmas, das man einfach mal aufgestellt hat. Und jetzt kommt echt der Renner. Wo kommen eigentlich die meisten Rezidive, wenn diese Frauen bestrahlt werden? In der Leber, in der Lunge oder an der Stelle, wo bestrahlt wurde? Dreimal darf man raten, genau. Nämlich genau an der Stelle. Und jetzt kommt mein Lieblingswort aller Radiologen. Wir haben nicht alles erwischt. Ja, das war klar. Wir haben nicht alles erwischt. Hätte einfach noch mehr draufhauen müssen. Dieses noch mehr kennen wir ja immer in der Medizin. Ja? Wenn etwas komplett versagt, dann hauen wir noch mehr drauf. Ja? Wir haben nicht alles erwischt. Nein, also ich will nur damit aufzeigen, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Gibt es so ein Ding? Könnte es sein. Aber was mich ärgert ist, es wird so getan, wie wenn das Wissenschaft wäre. Es wird so getan, wie wenn es diese Tumore da drin geben würde. Nee. Also ich finde, man sollte schon mal dann mal suchen, diese Zellen. Entweder was man ja tun kann, ist Folgendes. Es wird ein gesundes Gewebe gestrahlt. Ja? So. Man schneidet ja bei einer R0-Resektion auch sehr viel gesundes Gewebe heraus. Man könnte ja, die Pathologen können doch, heute tut man das hauptsächlich über Anfärbungen machen, ja, also diese Krebszellen suchen, was für Art von Krebszellen das sind. Man könnte ja dieses ganze gesunde Gewebe einfach auch anfärben und auch einfach überall schauen immer, wo sind denn diese Mikrometastasen. Tatsache ist, ich habe sicherlich mehr als 100 Pathologen in meinem Leben gefragt, hast du sowas gesehen, hast du diese Anfärbungen gemacht? Ich bekomme immer, ja, ich habe es gemacht, nein, ich habe es noch nie gesehen. Aber jeden Tag werden in Deutschland ein paar hundert Frauen bestrahlt aufgrund einem komplett theoretischen Konstrukt. Puh. Und Siemens ist sicherlich keine Firma, die das, wie soll ich sagen, ich muss ja gut formulieren, die das auch einfach so dann wegfallen lässt, wenn sie merken, so, oh, wir haben da jetzt ein paar Jahre lang falsch gelegen, läuft ja unheimlich gut. Ne? Ist ja auch wieder eine Aktiengesellschaft. Klar. Und, da geht es um Aktionärsbefriedigung. Und das Gleiche ist ja bei Mammografien, ist auch, ich meine, der Tumor ist manchmal verkapselt. Also das kann man sogar auf dem Ultraschallbild sehen, wenn die Ränder so ein bisschen andere Farbe haben. Ja? So. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst jetzt irgendetwas, wo innen etwas weicheres Gewebe ist, drumherum ein bisschen härter, und quetscht es zusammen. Ja. Jeder versteht, ohne Medizin studiert zu haben, dass es nicht die intelligenteste Idee ist, das zu tun. Wenn ich keinen Tumor habe, ist es ja okay. Aber wenn ich eine Mammographie, bei vielen Frauen wird eine Mammographie gemacht, weil ein Tastbefund da ist. Und da kann ich auch nur jeder Frau raten, um Gottes Willen, keine Mammographie. Entweder eine OP oder eine PET
oder ein MRT, da kann man auch unglaublich viel sehen. Vor allem ein PET ist statistisch gesehen, das ist eine Positronen-Emissionstomographie, man kriegt da ein radioaktives Material, das nimmt Zuckermoleküle auf und das kann man dann im Bild sehen. So, da kann man ziemlich sicher sehen, ob das ein Tumor ist. Teilweise sogar besser wie die Pathologen. Auch das ist zum Beispiel etwas, man geht ja immer davon aus, dass ein Pathologe Ja oder Nein sagt. Was viele nicht wissen ist, weil sie nie Pathologieberichte lesen, im Gegensatz zu mir, ja, da steht immer drin, mein Lieblingssatz von Pathologen ist folgender, ist am ehesten zu vereinbaren mit. Mhm. Und dann steht noch DD, das wissen die Patienten dann nicht, das heißt differenzialdiagnostisch. Ja. Könnte es aber auch das sein? Und jetzt kommt das Irre. Der Pathologe hat nie gesagt, dass jemand Krebs hat. Er hat nur gesagt, ist am ehesten zu vereinbaren. Im Entlassungsbericht vom Krankenhaus steht drin, du hast ein G3, Mammakarzinom, was weiß ich was. Ja? Das hat der Pathologe aber nie gesagt. Weil Pathologen sind auch Juristen. Die müssen sich da ein bisschen schützen. Ja? So. Und deshalb oftmals haben die das gar nicht so gesagt. Aber auch wenn es ein Pathologe gesagt hat. Es gibt zum Beispiel in Basel ein Institut, wo man also Tests hinschicken kann, damit die eine Neubewertung bei Sarkomen machen. Ja? Und Sarkome, muss man wissen, das ist eine Krankheit, da werden oft Gliedmaßen abgeschnitten, also ganze Arme oder sogar ganze Beine. So, da ist schon gut, eine saubere Diagnostik zu haben. Ja? In ein Drittel der Fälle ändern die Diagnostik. Dann gibt es, wie vor 2 Jahren, gab es im Saarland wieder so einen Fall, da hat ein Pathologe einfach, es gibt anscheinend unter Pathologen viele Frauenhasser, weil das schon mehrmals in Deutschland und auf der Welt vorkam. Da hat ein Pathologe einfach alles, was er bekommen hat, hat immer gesagt, die Frau hat Mammakarzinom. Und die Frauen wurden dann nicht nur operiert, sondern haben natürlich Chemotherapie bekommen, sind bestrahlt worden, haben lange Antikörper genommen oder Antihormontherapien. Und in Wahrheit hatte keiner dieser Frauen hatte ein Ding. Es gab vor zig Jahren gab es einen ähnlichen Fall, wo jemand über viele Jahre das gemacht hat. Der hat sich dann leider in die Luft gesprengt mit seinem Labor, als es herauskam. Es gibt also ganz oft solche Dinge. Ich sage das nur dazu, weil man geht halt immer als Patient davon aus, dass dieser Bericht vom Pathologe zu 100% stimmt. Ich würde sagen, er stimmt zu 95%. Aber es ist immer lohnenswert, sich das genau anzuschauen. Puh. Also ich denke gerade, also wenn jemand in so einer Notsituation ist oder verängstigt ist, dann da haben wir wieder das Thema Angst, was ja aktuell auch ganz, ganz stark mitwirkt. Ja, diese. Aber wenn jemand dann angsthilflosig sich nicht auskennt oder sich nicht beschäftigen will, der schiebt ja dann auch ein bisschen die Verantwortung ab. Also was ich auch von dir heraushöre, ist ganz klar, die Verantwortung auch wieder zu sich an sich ranzuziehen und sich selbst auch kundig zu machen. Ich denke, jeder, der uns bis jetzt zugehört hat, den ersten Teil gesehen hat auch und jetzt auch vor allen Dingen auch den zweiten Teil, der weiß ganz klar, es läuft einiges, vieles schief und man muss sich selbst drum kümmern, sonst hast du vielleicht gar keine Chance. Jetzt wollen wir mal dieses Feld erstmal weglassen und wollen sozusagen in die anderen Bereich gehen, wo auch das Kurative, wie du es genannt hast, stattfindet. Also die Heilung wirklich passieren kann, ohne dass man senfgasähnliche Produkte verwendet, um das zu zerstören. Mhm. Ja? Sondern, dass wir sagen, okay, wir wollen die Ursache erkennen, wir wollen heilen. Und der Weg... Was ist der Weg? Was sind die Möglichkeiten? Ja. Wir haben vorher nur angedeutet, was die 3 Ursachen sind von Krebs. Das erste war Giftstoffe. Ja, das stimmt. Natürlich kann man durch Giftstoffe Krebs kriegen. Aber ich sage dir mal meine Erfahrung. Im 5%-Bereich. Also in den 20 Jahren, wo ich mit Krebskranken zu tun habe, 24 Jahre mache ich das jetzt, habe ich Menschen gesehen, die schwer vergiftet waren. Also wenn man dann im Blut zum Beispiel Schwermetalle oder so angeschaut hat, waren die schwerst vergiftet. Ja, die gibt es ohne Zweifel. Aber das ist mit Abstand die kleinere Anzahl. Es gibt die viel größere Anzahl, sind Menschen mit Traumata, also psychischen Traumata, wo etwas wirklich Schlimmes passiert ist in ihrem Leben. Und dann gibt es aus meiner Sicht die mit Abstand größte Gruppe aller Krebskranken. Das sind die Menschen, die langjährigen Stress haben. Der, weiß nicht so dramatisch ist. Da ist kein, dein Kind ist gestorben oder irgendwas anderes. Nein, da ist einfach lang Stress. Du bist zum Beispiel mit einem Alkoholiker verheiratet. Du bist ungern in deinem Job. Denk mal, 3/4 der Deutschen sagen, sie gehen nicht gerne zur Arbeit. Ja. Das ist jeden Tag ein bisschen Ding. Und da gibt es so eine Theorie von Dr. Waldraut Frieda, die besagt ganz einfach,
Deine Nieren können nur eine bestimmte Menge an Adrenalin produzieren. Wenn du dieses Adrenalin jeden Tag verbrauchst, dann geht dein Adrenalinspiegel mit den Jahren herunter. Mhm. Das Problem ist, Insulin bringt Zucker in die Zelle hinein und Adrenalin heraus. Wenn jetzt kein Adrenalin mehr da ist, bleibt Zucker in der Zelle und die Zelle muss einen Weg finden, diesen vermehrten Zucker zu verbrennen. Und das kann er machen, indem er die Zelle keinen Sauerstoff mehr reinlässt in die Mitochondrien und dadurch mehr Zucker verbrennen kann. Und so entsteht die erste Krebszelle. Und das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, woher weiß ich das? Wir tun seit jetzt 15 Jahren im Grunde genommen bei allen Menschen, die zu uns kommen, den Adrenalinspiegel messen. Und manchmal in einer Gruppe haben über 90% hatten niedrigen Adrenalinspiegel, manchmal sind es auch nur 60%, aber weit über 50% ist immer, ich würde mal ganz grob 70-80% hat einen niedrigen Adrenalinspiegel. Das heißt, du musst wissen, Adrenalinspiegel verändert sich nicht von heute auf morgen. Wenn du dich nervst oder in Entspannung kommst, das ist ein Prozess, der über Monate und Jahre gehen muss. Ja? Und daher weiß ich, dass Stress, auf gut Deutsch gesagt, die Hauptursache ist für Krebs. Und was kann man daraus schließen? Wenn Stress die Hauptursache ist, dann muss eine Antistresstherapie auch die wichtigste Therapie sein. Wir machen bei uns im Zentrum drei oder vier hauptsächliche Dinge. Das eine ist eine Ernährungstherapie, das andere sind verschiedene Entgiftungstherapien. Und dann im psychischen Bereich machen wir ein sogenanntes Parasympathikus-Training. Also Sympathikus ist angeregt, so wie wir beide jetzt. Parasympathikus ist die Entspannungsphase. Und dann machen wir Ursachenforschung, ja, so im psychologischen Bereich. Und was viele nicht wissen ist, Parasympathikus ist für viele Menschen nur nachts, wenn sie schlafen. Mhm. Vielleicht dann noch nicht mal. Und bei vielen noch nicht mal da, je nachdem, nämlich was sie für einen Tag hatten, ja, schlafen sie auch noch unruhig. Ja? Jetzt wissen viele nicht, viele glauben, also der Parasympathikus ist zum Beispiel für die Verdauung da, für unseren Schlaf, für unsere Ruhe. Aber für alle Heilungsprozesse ist auch der Parasympathikus. Auf gut Deutsch gesagt, du kannst, dein Körper kann sich nur heilen im Parasympathikus. Ja. Ich vergleiche das immer mit einem Flugzeug. Ja? Wenn die Turbine kaputt ist, kannst du das nur reparieren im Hangar, nicht während der da oben rumsaust. Ja. Du musst das Flugzeug runterholen in den Hangar und dort kannst du die Turbine reparieren. Ja. Wenn das Flugzeug aber immer in Action ist, nur 10 Sekunden landet und gleich wieder startet, dann kriegst du irgendwann, wenn da ein Problem ist in der Düse, dauert es halt ein Jahr oder zwei, aber irgendwann schlägt der Bolzen durch und das Ding stürzt ab. Und das ist genau beim Krebskranken auch. Du kannst Stress ziemlich viele Jahre durchhalten, aber irgendwann ist dein Adrenalinspiegel so niedrig, dass die ersten Krebszellen entstehen und dann die ersten Tumore. Und das ist im Grunde genommen, was du machen musst. Du hast gerade das Wort Eigenverantwortung benutzt. Das kann ich nur bestätigen. Menschen müssen in die Eigenverantwortung gehen. Ich sage es mal so richtig plakativ. Bitte. Keine Frau geht in einen Laden und lässt sich eine Küche aufschwatzen. Kein Mann geht in einen Autoladen und lässt sich irgendein Auto aufschwatzen. Ja? Wir schauen genau und überlegen uns vorher. Nur eine Therapie, das ist Menschen nicht bewusst. Ein Arzt verkauft dir eine Therapie. Das ist halt deshalb nicht bewusst, weil wir geben das Geld an die Krankenkasse. Die Krankenkasse gibt es an den Arzt weiter. Oder zuerst mal in den Pool und dann an den Arzt weiter. Und so irgendwie ist uns gar nicht bewusst, dass wir etwas kaufen hier. Ja. Wir kaufen eine Therapie. Ja. Und was passiert denn jetzt eigentlich? Egal, ob du zum Arzt oder zum Heilpraktiker oder zum Heiler gehst. Er verkauft das, das er gerade im Lager hat. Das ist ja Hammer-Nagel-Prinzip. Ne? Wenn er nur einen Hammer hat, wie die Chemotherapie, dann ist alles ein Nagel. So ist es, ja. Und das ist einfach den Patienten nicht bewusst. Jetzt während Corona ist oftmals dieses Wort gefallen, dass das Wissen, was da gerade passiert, eine Hohlschuld ist. Ja? Also dass wir uns halt informieren müssen. So wie dieser Kanal hier. Warum sitzen wir heute beide hier? Ja? Weil wir dazu beitragen, dass mehr Menschen informiert werden. Und zwar nicht von der Tagesschau, sondern von Menschen, die andere Interesse haben. Nämlich viel humanere, ja? Wie eine Tagesschau. So. Und das ist einfach aber ganz vielen einfach nicht bewusst, dass da draußen einfach Therapien verkauft werden. Manchmal, ob es glaubst du nicht, ist es noch nicht mal den Ärzten bewusst. Weil die Ärzte verstehen gar nicht, wie sie permanent belogen werden. Sie sind auch sehr gutgläubig grundsätzlich, ja, ne? Viele.
die werden einfach belogen an der Uni, dann später in den Magazinen. Ganz sicher werden sie immer belogen auf den Kongressen, weil es gibt keine nicht gesponsorte Kongresse. Gibt es nicht. Ich war ja auf viele medizinische Kongresse in meinem Leben. Die sind alle gesponsert, ausnahmslos. Und ist doch klar, dass die Professoren, die da unglaublich Intelligentes von sich geben, davon profitieren. Entweder finanziell oder dass sie Karriere machen können. Manche machen sogar aus Ego-Gründen. Du glaubst gar nicht, wie manche nur Vorträge halten, damit sie sich produzieren können. Auch das gibt es. Ja? Also es gibt verschiedenerlei Gründe, aber eins ist klar. Das ist immer, irgendwo hat da jemand einen Einfluss. Und jetzt, wenn ich heute krank bin, dann passiert leider Folgendes. In der Schulmedizin wird die Warum-Frage nicht gestellt. Also, warum habe ich einen Tumor? Warum habe ich einen Blutdruck? Warum habe ich Durchfall? Warum habe ich einen Hautausschlag? Warum habe ich Rheuma, MS, ALS, eine Depression, ein Glioblastom? Egal was, die Warum-Frage wird nie gestellt, sondern es wird das Symptom angeschaut. Das Symptom wird therapiert und gut ist. Die häufigste Krankheit in Deutschland ist Bluthochdruck übrigens. Spricht man nicht auch von einem Dämmerzustand? Das ist ja so auch diese Aussage, den Patienten im Dämmerzustand zu halten. Tot wäre schlecht für das System. Klar. Gesund ist aber auch nicht gewollt. Ne? Man will immer so diesen... Man lebt ja von den Krankheiten. Das ist ja krank. Man lebt von den Krankheiten. Aber nur als Beispiel, die häufigste Krankheit ist Bluthochdruck. Bluthochdruck ist wie jede Krankheit am Anfang unglaublich gut. Die macht eine verbesserte Kapillardurchblutung. Der Körper macht ja auch. Sie tut deine Organe besser durchbluten. Sie tut Eiweiß in die Wand pressen. Also damit zum Beispiel keine Thrombose entsteht und so weiter. Also zuerst mal ist es gut, ja. Aber Krankheiten werden immer da hinten angeschaut. Also klar, da ist irgendwann der Herzinfarkt oder der Schlaganfall oder irgendetwas. Und bei Krebs ist es halt auch der Tod. Ja. So. Was macht man denn dann, wenn einer einen Bluthochdruck hat? Man tut irgendwie dafür sorgen, dass das Herz nicht mehr so gut schlagen kann. Mit Beta-Blockern zum Beispiel. Ja? So. Was passiert jetzt? Die Organe sind nicht mehr gut durchblutet, die Kapillargefäße sind nicht mehr gut durchblutet und langfristig ist das natürlich eine einzige Katastrophe, die wird immer kränker. Aber kurzfristig ist der Arzt zufrieden, der Patient zufrieden. Ja? Das ist so, wie wenn ich Morphium gebe bei Kopfschmerzen. Ja? Ja. Das ist so, wie wenn ich einen Tumor bestrahle, ja? damit der kaputt geht. Da passiert auch was. Ja, ich könnte theoretisch, statt halt mit 50 Gray oder mit 1,8 Gray, strahle ich da mit 5 Gray rein. Da geht jeder Tumor kaputt. Ja. Es gab in New York mal einen Dr. Letterman, der das übrigens gemacht hat. Ja. Und der hat dann ohne Witz eine Arbeit sogar veröffentlicht, wie er Gehirntumore zerstört hat. Er hat leider ganz vergessen zu sagen, dass 100% seiner Patienten tot waren nach ein paar Monaten. Ja. Ja, natürlich kann man Tumore zerstören, aber das ist ja nicht die Problematik. Also, was sollte man hier raten einem Krebspatienten, ist relativ einfach. Verantwortung übernehmen, sich informieren. Und zwar nicht in den nur, was weiß ich was, beim Hausarzt, sondern einfach mal gucken, wen gibt es da noch, solche Sendungen wie heute anschauen. Und dann aber sich, es ist relativ einfach, eigentlich immer eins tun, die Warum-Frage stellen. Weil nochmal, das, was wir Krankheiten nennen, sind ja Regulationsmechanismen. Ein Bluthochdruck reguliert, ein Durchfall reguliert, ein Hautausschlag reguliert, eine Depression reguliert, ein Tumor reguliert. Das sind alles Regulationsmechanismen. Und es steht ja immer ein Grund dahinter. Und man muss einfach herausfinden, warum habe ich zu dieser Zeit, an dieser Stelle, diese Art von Tumor entwickelt. Wenn ich das habe, das ist übrigens auch die einzigste Möglichkeit, ein Rezidiv zu vermeiden. Weil, wenn ich den Tumor nur herausschneide, was mache ich denn dann? Ich muss alle 3 oder 6 Monate zum Arzt gehen und wieder ein Röntgenbild oder nachschneiden oder wieder eine Therapie. Nein, ich muss ja einmal geheilt sein. Ja? Ich brauche einmal Ruhe für die nächsten 20 Jahre. Aber diese Ruhe kann ich natürlich nicht finden, wenn ich nicht weiß, warum ich diesen Tumor bekommen habe. Und zum Beispiel, was machen wir? Das ist... Ich würde sagen, 60-70% der Energie mit einem Patienten ist genau diese Frage, warum. Da arbeiten wir dran. Übrigens, bei geschätzt, sag mal, 50% der Patienten, weißt du das in einer Stunde, bei manchen nach 10 Minuten. Also das ist ja die erste Frage, was glauben Sie, warum Sie Krebs haben? Und manche erzählen mir sofort, ich weiß ganz genau, ich weiß, wo mein Stress war, ich weiß, was ich denke. Aber jetzt Achtung, ist ähnlich wie in der Psychoanalyse.
zu wissen, warum jemand was eine Krankheit hat, bedeutet noch lange nicht die Lösung für die Heilung zu haben. Ja? Also, der Psychotherapeut erzählt dir nach 20 Jahren, warum du solche Züge hast, aber wo ist die Lösung? Ja. Ich habe selber in der Psychoanalyse gearbeitet. Ich weiß, dass ich habe selber Berichte und Bücher gelesen, wo dort steht, in Stunde 680 haben wir das besprochen. Ja, ich kenne das natürlich wirklich aus dem Leben. Aber nein, was muss man wirklich tun? Ja. Entweder man gibt Verantwortung ab, was okay ist. Weißt, ich halte niemand von der Chemotherapie. Wenn das einer machen will, wenn einer sagt, ich will mich mit meinem Leben nicht beschäftigen, dann bitte halte die Vene hin und gib dir ein Medikament. Das ist auch okay für mich. Er wird ja auch quasi dann rausgeholt aus dem ganzen Rad, in dem er sich befindet. Natürlich wird es auch anders gehen, aber er kommt auch raus irgendwie. Ja. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn das jemand tut. Ja. Aber das rate ich niemandem. Weil dann kann es gut gehen. Aber wir sehen im Moment, wenn wir die Statistiken anschauen, in den meisten Fällen geht es halt überhaupt gar nicht gut. Und würden wir die 5-Jahre-Statistik, die man irgendwann mal kreiert hat, auf 10 Jahre erweitern und würden die Leute wissen, dass dann nicht 50, also im Moment ist ungefähr die Zahl 50%, wenn man alle zusammen in einen Topf wirft, stirbt ungefähr von 500.000 ungefähr 250.000 jedes Jahr. Wenn die Leute wüssten, dass diese Zahl sich auf 80-90% erhöht, wenn man weiterzählen würde, dann würden sie mehr Eigenverantwortung wahrscheinlich übernehmen. Ja? Aber da will einfach keiner hinschauen. Man muss Eigenverantwortung übernehmen, man muss sich anschauen, was kann ich zu meiner Heilung hinzutun. Und hier, Alexander, ist ein Ding ganz wichtig. Ist keine Bewertung. Weißt? Ich sage nicht, du bist schuld an deinem Tumor. Das ist Nonsens. Auch jemand, sage ich mal, der 100 Kilo Übergewicht hat, ist der schuld? Ja, er hat den ganzen Scheiß gefuttert, sage ich mal, damit er so dick geworden ist. Aber ganz ehrlich, meine Erfahrung mit sehr übergewichtigen Menschen, da habe ich auch ein bisschen Erfahrung damit, ist die, ich habe 3 Jahre in der Psychoanalyse mit Essstörungen gearbeitet, aber eher mit Magersüchtigen und Bulimikerinnen. Ja. Aber meine Erfahrung ist auch mit Schwergewichtigen, da steckt was dahinter. Die futtern nicht gerne all dieses Ding. Die benutzen ja dieses Essen auch nur für ihre eigene Problematik. Ja? Und das muss man anschauen. Und zwar egal, ob das ein Alkoholiker, eine Bulimikerin oder eine Krebskranke ist. Ja? Der Patient muss Verantwortung übernehmen für sein Leben. Muss das rückwärts zuerst mal schauen, was ist da passiert. Und dann muss er das stoppen und muss links oder rechts gehen. Mhm. Aber er kann es nicht den Arzt machen lassen. Das ist viel zu gefährlich. Das heißt, also das Essentielle ist das Auflösen dieses Problems. Ja. Ja, ja. Das Lokalisieren, Auflösen, anderen Weg gehen und so weiter. Korrekt. Das heißt, die großen Stellräder, die wir alle zur Verfügung haben, ist diesen Dauerstress zu verändern, zu minimieren vor allen Dingen natürlich, um es mal konkret zu sagen. Die Traumata, die vielleicht mal passiert sind oder die wahrscheinlich passiert sind, die anzugehen. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken, verschiedene Herangehensweisen, die dann auch zum erwünschten Resultat führen. Und natürlich den kleinen Prozentsaal, wo wirklich das Gift, Virus und Gift ist übrigens auch das Gleiche. Also das hätte so keiner erwartet. Ne? Ich habe vor ein paar Tagen eine Frau interviewt, die war vor 10 Jahren bei uns. Und die war unglaublich krank. Also die hatte Lungentumore, die hatte Rheuma, die hatte wirklich solche Finger, die konnte sich nicht mehr bewegen, sie konnte noch, ich weiß nicht, keine 50 Meter laufen. Und die hat einen schönen Satz gesagt. Die hat zu mir gesagt, Herr Hirneise, wissen Sie was, ich war nicht ich und ich habe mein Ich nicht gelebt. Und das habe ich über viele Jahre gemacht. Also sie war eine extrem angepasste Persönlichkeit. Sie hat sich im ganzen Umfeld, sie hat sich ihr Ich aufgegeben. Mutter Teresa Komplex? Sie hat alles für andere getan und hat ihre Wünsche komplett hinten angestellt. Und dann wurde sie mit 50 ungefähr, Anfang 50, wurde sie so schwer krank. Ja. Und hat aber dann analysiert, hat sich das angeschaut und hat verstanden, sie muss endlich ihre Träume leben. Sie muss endlich, man könnte ja auch anders sagen, glücklich sein. Das ist übrigens ein Phänomen, wir machen auch so eine Art Glücklichkeitstraining. Jetzt kommen ja zu uns ungefähr 90% metastasierte Patienten. Ja? So, jetzt sage ich zu denen, die schon aufgegeben wurden. Die schon alles Mögliche hinter sich haben, egal ob Schul- oder Alternativmedizin. Ja? So. Und die sind aufgegeben. So. Und jetzt sagen wir zu denen, je glücklicher sie sind, desto besser ist ihre Prognose.
dann schauen die mich natürlich an und sagen, sind Sie noch ganz sauber? Ja? Also was reden Sie denn da? Sie wissen schon, dass ich Leber- oder Knochenmetastasen habe. Dann sage ich, ja, das weiß ich, aber wenn Sie glücklich sind, ist Ihre Lage im Körper, Ihre Hormonlage 10-mal besser. Sie verbrauchen kein Adrenalin mehr. Wir hatten vor vielen Jahren einen russischen Heiler bei uns, Arkadi Petrov heißt der. Der ist in Russland ein ziemlich bekannter Heiler. Der war mal eine Woche bei uns im Zentrum. Nicht als Patient, sondern wir haben mit dem gearbeitet. Ja. So. Und Arkadi Petrov hat mal was Schönes gesagt zu mir. Er hat gesagt, weißt Lothar, eigentlich ist es einfach, Krebskranke zu heilen. Man muss nur Folgendes verstehen. Man muss seinem Körper, seinem Geist Folgendes sagen. Das ist mein Leben in der Zukunft. Und das ist so super geil, das ist so scharf, das ist so unglaublich faszinierend, dass dieser Körper mit mir alt werden möchte und nicht dieses Scheißleben, das ich die letzten Jahre gelebt habe, mein Ich nicht gelebt, ich war nicht glücklich, was weiß ich was. Wenn ich es jetzt schaffe, meinem Körper das zu versprechen, dann wird der Tumor weggehen. Ich habe in meinem Buch ja geschrieben, dass Krebspatienten einen Vertrag mit sich machen sollen, einen Tumorvertrag. Ja? Der Tumorvertrag sieht immer gleich aus. Da steht drin, was ich diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr verändern werde. Um meinem Tumor zu sagen, du pass auf, ich habe es kapiert, dieser Tumor ist ein Zeichen. Ja? Das ist nicht gut, mein Leben. Ich habe es verstanden und ich verspreche dir jetzt, zukünftig mich anders zu benehmen. Und wenn mein Tumor das dann auch versteht, dann werden wir gemeinsam alt. Sprich, der geht irgendwann weg und ich werde ein tolles Leben führen. Ich empfehle jedem Krebspatienten, diesen Vertrag mit sich selber zu machen. Hört sich zuerst mal auch verrückt an. Aber das ist übrigens nicht meine Idee. Ich bin auf diesen Vertrag durch Folgendes gekommen. Mir hat es ein Mann, das weiß ich noch, in Bad Mergentheim erzählt. Das war ein Mann, der hatte Melanom, überall Tumore am Körper. Und der hat diesen Vertrag mit sich gemacht. Und kurz darauf hat mir noch mal jemand erzählt, er hat so einen Vertrag mit sich gemacht. Und ich habe so einen Fragebogen für Patienten. Und da habe ich gedacht, ich schreibe mal jetzt diese Frage da rein, machen Sie einen Vertrag mit sich selber. Also weil ich interviewe Menschen, die wieder gesund geworden sind, mit einer schlechten Prognose. Ja. Und auf einmal ist etwas echt Interessantes passiert. Viele Patienten haben dann zu mir gesagt, Mensch, Herr Hirnreise, woher wissen Sie das? Das habe ich noch nie jemand erzählt, dass ich mit mir einen Vertrag gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich überhaupt dieses Grandiose an diesem Vertrag verstanden, weil, überleg mal, wenn du als der Wirt dich jetzt dran hältst, ein tolles Leben zu haben, und dein Vertragspartner ist ja der Tumor, dann hält er sich ja auch an den Vertrag. Und wenn sich beide an den Vertrag halten, könnt ihr gemeinsam alt werden. Also genial. Am Anfang hört sich das schizophren an, mit sich selber einen Vertrag zu machen. Ich kann nur jedem Krebskranken empfehlen, mach mit dir selber, hock dich hin, überleg dir, wie dein Leben in der Zukunft aussehen soll. Und dann lebe es. Es reicht nicht, das zu wissen. Das ist wie Klavierspielen oder Meditieren, ist ein schönes Beispiel. Du kannst 20 Bücher lesen. Du musst meditieren, um zu verstehen, was Meditation ist. Du musst Klavier spielen. Es geht nicht, das nur theoretisch zu wissen. Und hier ist es im Leben auch so. Du musst dein Leben unglaublich toll gestalten, dass du einfach ein glücklich, fantastisches Leben hast. Und dann wird der Tumor mit dir alt. Lothar, was wir jetzt hier gerade zusammengefasst haben, finde ich einfach beeindruckend. Ja. Und es ist ja, wir haben schon mal groben Umriss darüber gegeben, überhaupt über was man nachzudenken, was man nachdenken kann. Und ich möchte gerne den zweiten Teil hiermit schließen, weil das ist schon so perfekt alles, wie du es gerade gemacht oder wie du es gemacht hast. Ja. Und vielen, vielen Dank für die klaren Worte wiederum. Und es ist wirklich beeindruckend, dich hier zu haben. Dankeschön. Ich danke ebenfalls.